Das Wesen Zirbeldrüse. Das Wesen Zirbeldrüse. Oh Gott. Oh, liebes Wesen Zirbeldrüse, ich grüße dich, segne dich, danke für dein Sein. Das Gefühl, dass mir ein Pfeil in meinen Kopf drückt und auf die Mitte meines Kopfes ungefähr auf dieser Höhe zeigt. Hier so, Schläfenhöhe, aber genau in der Mitte, um mir zu sagen, da ist sie. Ja gut, das wissen wir ja eigentlich. Also ich soll mich ganz genau auf diesen Punkt konzentrieren, scheinbar. Dreht sich jetzt ganz schnell wie ein Planet. Ist wie ein kleiner Planet in meinem Kopf. Meine Augenlider fangen an zu zucken, wenn ich mich darauf konzentriere. Und das ist ein Planet. Ich kenne dieses Bild von irgendwoher. Ich weiß nicht, ob das so Darstellungen sind, wie man früher die Erde dargestellt hat. Oder also ein dunkler Planet, wo lauter so wie so Lava durchfließt. Also es ist ganz dunkel, dunkle Materie. Und da durchfließend sind wie so Adern. Nicht Adern, sondern so auf diesem dunklen Stein oder was auch immer das ist. Es sind so wie so Lava, die so fließt. Also, ach Gott, das sind immer so Sachen, die man nicht beschreiben kann. Also es ist wie so Adern, die so außen golden, laverig, lavamäßig darum dingsen. Am Anfang habe ich gedacht, es gab früher mal so ein Kaugummi, da hat man immer gelutscht und dann kamen immer andere Schichten drunter raus. Und so wie der am Anfang aussah, da war der eher so dunkel, man sah aber schon, dass da verschiedene Farben drin sind, so ein bisschen. Und das muss man sich vorstellen, diesen Magic Ball oder keine Ahnung, wie der hieß. Der sich die ganze Zeit dreht in meinem Kopf. Zirbeldrüse. Also mir kam gerade das Wort zwirbeln, aber es heißt ja Zirbeldrüse, nicht Zwirbeldrüse. Aber es hat so ein bisschen was Gezwirbeltes. Es ist scheinbar dadurch, dass sich das dreht, gehen so wie so dünne Fäden nach oben und nach unten. Aber auch nach rechts und nach links und auch nach vorne und nach hinten. Es ist von der Farbe, also eher so schlammig, schlammfarben. Khaki, dunkel. Haha, sagt es, aber darunter ist es golden. Und zwar nicht nur golden, sondern Licht. Das ist ein pures Licht. Diese Drüse. Wenn ich das jetzt so sehe, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das eine Drüse ist. Es wirkt wie einfach nur ein Licht. Ein winziger, ein kleiner, nicht winzig, aber so nicht ganz Golfball groß, bisschen kleiner. In reinem Licht, goldweißem Licht.
Der dreht sich jetzt auch nicht mehr, sondern es ist eher wie ein Pulsieren, aber auch nicht vor und zurück, sondern ein in sich Pulsieren. Ich weiß nicht, ob man sich, kann man sich darunter was vorstellen? Das ist schon wieder alles so schwer zu beschreiben. Gold, Weiß, Weißgold. Die Farben sind immer so in Bewegung, wie wenn Wolken sich weiter bewegen, wenn der Wind weht und so ganz schnell die Wolken sich, dann ändern die doch ständig so ihre Form. Das behält zwar die Form, aber da drinnen bewegt sich immer das Gold und das Weiß bewegt sich. Es hat eine große Leichtigkeit. Ja, es wirkt so, als ob es eigentlich einfach nur feinstofflich wäre, gar nicht. Bei einer Drüse denkt man ja, es ist eine Drüse, also so wie die Bauchspeicheldrüse. Da wäre, ich weiß zwar nicht, die Bauchspeicheldrüse, wie die genau aussieht, aber die Zirbeldrüse, ich weiß gar nicht, ob die materiell überhaupt existiert. Also das, was mir vorher gezeigt wurde, dieses bisschen schlammfarbene, hatte ich das Gefühl, ist materiell, aber was da drin ist, ist rein feinstofflich. Und es ist wie ein Antriebsmotor für das Herz, wollte ich gerade sagen. Bist du ein Antriebsmotor für das Herz? Ja, in gewisser Weise ja, sagt sie. Korrespondieren auf jeden Fall miteinander, das feinstoffliche Herz und die feinstoffliche Zirbeldrüse. Feinstoffliche Herz nämlich auch so golden war. Es ist fast, als ob sie ein und dasselbe wären, aber sie sind doch nicht ein und dasselbe. Aber sie sind sich irgendwie ähnlich. Unser feinstoffliches Herz und unsere feinstoffliche Zirbeldrüse. Sie schaffen beide Erfahrungsräume. Und oft geht es ja jetzt momentan um Aktivierung der Zirbeldrüse und die Zirbeldrüse muss gereinigt werden und ich weiß nicht, dieses ganze Zeug. Und ich habe das Gefühl, es geht da darum, in Verbundenheit zu kommen. Und es geht nicht so um das Sehen. Ich glaube, viele Leute machen das oder es wird oft so angeleitet, damit man dann hellsichtig wird und alles sieht und ich weiß nicht was. Es hat aber nicht wirklich was mit dem Sehen zu tun, sondern eigentlich eher mit der Verbundenheit. Deswegen, das sehe ich vielleicht die Korrespondenz mit dem Herzen. Es geht so darum, in Verbindung zu sein. Mit anderen Menschen, mit anderen Wesen, mit der Natur, mit dem Kosmos, mit der Erde. Es ist sozusagen der Empfangsraum. Vielleicht ist es auch ein bisschen das Vorzimmer vom Herzen. Weil man lässt ja nicht alles sofort ins Herz rein. Und die Zirbeldrüse ist wie die Vorzimmerdame von unserem Herzraum. Ja, in gewisser Weise ist es jetzt ein sehr, wirklich ein sehr, sehr vereinfachtes Bild. Es ist ein sehr banales Bild. Aber ein bisschen kann man sich das so vorstellen. Es ist ein Empfangsraum auf jeden Fall. Ein sehr sensibler Empfangsraum.
Jetzt sitze ich gerade selber in meinem eigenen Empfangsraum, bekomme da auch was angeboten. Komischerweise bin ich in diesem Empfangsraum ein Mann in einem schwarzen Anzug. Ist das jetzt das Wesen Zirbeldrüse oder bin ich das? Keine Ahnung, ist auch egal. Es ist auf jeden Fall ein Mann in einem schwarzen Anzug. Und während er in diesem Empfangsraum sitzt und eine Tasse Espresso zu sich nimmt, rutscht er wie langsam in diesen Raum rein. Also sozusagen die Information, also der Herr im schwarzen Anzug ist sozusagen die Information, die reinkam. Und während er in diesem Empfangsraum sitzt und was trinkt, wird er Teil des Empfangsraums und dadurch wird das Bild empfangen sozusagen. Also der ist dann so gar nicht mehr als Bild vorhanden, sondern also es ist sozusagen der Übergang vom Empfangsraum in den Erfahrungsraum. Es ist der Übergang von dem materiellen Denken hin in das reine Erfahren. Das heißt, dass ich die Bilder ausdrücken kann, ist Teil der Zirbeldrüse. Also ich empfange da ein Bild und dass ich es ausdrücken kann, macht scheinbar auch meine Zirbeldrüse, indem es mich etwas erfahren lässt und ich es dann wieder ausspreche. Also ein bisschen so. Ja, es ist noch sehr weit weg, sagt es. Es ist eine Annäherung. Also ich habe jetzt einfach diesen Herrn da mal reinsacken lassen, also in diesem Erfahrungsraum aufgehen. Jetzt ist er in meinem Herzen gelandet und meckert darum. Wieso meckert der? Was willst du? Der kommt mir vor wie so ein Ordnungsbeamter, der alles prüft und dann ist das nicht richtig und das ist falsch und so stimmt das nicht und da stimmt das nicht. Oh, aber warum habe ich dich denn jetzt überhaupt reingelassen, wenn du mich nur anmeckerst? Was soll das? Tü, sagt er, jetzt fühlt er sich ein bisschen ertappt. Jetzt nimmt er die Treppe hoch und wandert wieder hoch in die Zirbeldrüse. Hat gemerkt, dass er da nicht so willkommen ist mit seinem Gemecker. Jetzt sitzt er wieder da oben und trinkt den nächsten Kaffee. Nee, jetzt nimmt er die nächste Leiter und steigt aus der Zirbeldrüse auch raus, weiter nach oben. Oh. 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 Er steigt nach oben und bringt mich zu meinem höheren Selbst. Und das höhere Selbst nimmt mich jetzt in die Arme und sagt: Sehr gut, hast du gut gemacht. Der Meckerbeamte ist sozusagen dafür zuständig, zu schauen, ob man schon so weit ist, dass man da hoch geht. Und dadurch, dass ich nicht zugelassen habe, dass in meinem Herz gemeckert wird, das war für ihn sozusagen der Anlass, mich mit nach oben zu nehmen.
Das ist jetzt wieder alles wahnsinnig schwer in Worte zu fassen. Also ich schaue jetzt wie von oben auf alles. Ich fühle mich da sehr geborgen, sehr gehalten, sehr wohl, sehr weiß da oben. Der Raum ist lichtvoll weiß. Und ich werde wie gehalten für alle. Ich werde wie gehalten für alle Erfahrungen, die mein Selbst unten auf der Erde macht. Ich kann mich sozusagen da oben bei meinem höheren Selbst ausruhen, wo er mich jetzt hingeführt hat, und halten lassen, damit ich mich da wieder auflade und dann wieder runtergehen kann in den Erdenerfahrungsraum. Das ist dieser Weg, den wir nachts auch beschreiben, im Schlaf, wo wir regenerieren. Und die Zirbeldrüse ist sozusagen das Tor dafür. Und die Verbindung mit dem Herz ist so wichtig, weil im Herz ja die Emotionsräume sind und die Erfahrungsräume der Gefühle. Und wenn der Herr da sozusagen runterkommt und einen mitnimmt, dann ist das immer sozusagen der Reinigungsweg durch die Zirbeldrüse nach oben, Regeneration, sodass wir dann wieder gefrischt, gestärkt wieder ins Herz und über das Herz wieder agieren können, wenn es belastet ist, ne? Also die Zirbeldrüse ist wie so ein Tor. Und dieser Herr ist wie der Beauftragte, also den braucht man scheinbar irgendwie. Der ist wie so ein, oder ich brauche den, ich weiß nicht, ob jeder den hat. Das ist wie so ein Männchen, was so einen an der Hand nimmt und hoch und wieder runter begleitet, weil man sich sonst verliert. Wenn du da niemanden hast, der dich begleitet, dann hebst du da oben ab, dann kommst du nicht mehr zurück. Der ist dafür verantwortlich, dass man immer wieder reinkommt. Vielleicht ist das mein Geistführer, vielleicht hat er einen schwarzen Anzug. Der ist doch für sowas zuständig. Oh mein Gott. Jetzt muss er sogar, er ist sehr ernst, aber jetzt muss er auch ein bisschen lachen. Und dass die so einen grauen, wie so ein Erdmantel um sich rum hat, um das lichte Innere, das ist wie der Schutz, den wir scheinbar momentan noch brauchen. Wenn die ganze Zeit offen wäre, dann sind wir in einem anderen Bewusstsein und in einem anderen Raum als alle anderen. Und das ist derzeit, so wie die Welt derzeit ist, scheinbar noch schwer zu verkraften. Für mich vielleicht, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, ich sehe es ja nur bei mir. Und deswegen macht sich das immer wieder zu. Und wenn ich mich aber dann darauf konzentriere, kann ich da wieder hingehen und auch wieder bewusst den Weg nach oben. Aber was wichtig ist bei dem Weg nach oben, er muss immer erst ins Herz runterkommen und mich von da aus mitnehmen. Wenn ich jetzt nur von der Zirbeldrüse nach oben gehe, bringt gar nichts. Es bringt überhaupt nichts, weil dann ist es nicht wirklich angebunden. Dann ist es nur so eine Kopferfahrung und so ein Kopfkino irgendwie. Und das Herz braucht es, damit wie der ganze Körper mitkommt und die ganze Erfahrung im Gesamten da ist und sich auch im Körper manifestiert danach, das, was ich oben bewusst erfahre, weil es ist ja ein Bewusstseinsweg, ne? Im Schlaf gehen wir den unbewusst, erholen uns oben und kommen dann morgens, wenn wir aufwachen, wieder in den Tagesbewusstseinszustand. Wenn ich das bewusst mache, mich da abholen lasse von diesem schwarzen Männchen,
Dann gehe ich bewusst aus meinem Herzen durch die Zirbeldrüse nach oben zu meinem höheren Selbst und kann mich bewusst da ausruhen. Das ist was komplett anderes. Und das hat also für mich zumindest so eine Reinigungserfahrung. Also es geht so jetzt gar nicht darum, dass man dann da hochgeht für die höhere Erkenntnis oder irgendwas, sondern es geht darum, dass bei mir jetzt, das kann bei jedem anderen anders sein, Emotionen zu reinigen, scheinbar. Halt zu haben. Halt zu haben in dem, wofür ich hier bin. Also sozusagen gehalten werden für die Erfahrungen, für die ich hier bin, weil die sonst zu heftig sind. Das heißt, für Menschen, die heftige emotionale Erfahrungen machen in ihrem Leben, kann das ein guter Halt sein. Aber das Wichtige ist, nicht alleine hochgehen, immer mit demjenigen, der einen hochführt und immer vom Herzen aus, nicht nur von der Zirbeldrüse aus. Das ist total wichtig, sonst knallen einem die Sicherungen durch. Und es ist sogar noch besser, sich mit seinem Körperelementarwesen zu verbinden vorher, sodass man wirklich im Körper ist und im Körper bleibt. Weil das ist eine Gratwanderung. Also so dieses, wenn ich da nur so drüber nachdenke, dieses immer, es wird ja immer so propagiert, diese Zirbeldrüse, Zirbel, die ganze Zeit überall höre ich Zirbeldrüse, Zirbeldrüse. Und wie auch bei vielen Meditationstraditionen, es ist immer nur der Weg nach oben, der Weg nach oben. Aber wenn wir den Weg nach unten nicht haben, bringt der nichts. Weil dann hauen wir einfach nur ab. Dann reinige ich nicht meine Emotionen und komme zurück und kann in der Emotion weiter, die ist ja trotzdem weiter da, sondern ich hau vor der Emotion ab und bin dann irgendwo da oben und bin aber gar nicht mehr wirklich hier, sondern will dann immer nur da oben sein. Was auch immer jetzt oben ist, ne? Und das ist so wichtig, gerade habe ich das Gefühl, so komplett im Körper zu sein. Und bevor man nicht komplett im Körper ist, braucht man sowas überhaupt erst gar nicht anfangen, weil dann bringt es einfach auch nichts. Dann ist es nur so ein spiritueller Wettkampf, wer hat die Zähne mehr geputzt, wer hat seine Wirbeldrüse, sag ich schon, seine Zirbeldrüse besser gereinigt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht nur Sinn, wenn man komplett da ist, komplett geerdet ist. Ansonsten Finger weg. Ich sehe jetzt gerade noch wie so eine Schaukelbewegung, also als ob die Kugel wie so einem Schiff hin und her schwingt, nach vorne, nach hinten, gar nicht nach oben. Ah, es geht um das Gleichgewicht und um das richtige Maß. Und um das Einpendeln. Auch so nochmal. Ah, das heißt, wenn man den Weg nach oben gegangen ist und wieder nach unten zurückgekommen ist, ist es wichtig, auch alle anderen Richtungen nochmal wieder einzupendeln. Damit man komplett in sich wieder ausgeglichen ist, um das zu verkraften. Das kommt jetzt immer mehr, das werden auch immer mehr Leute machen. Das ist die Zeit jetzt, dahin zu gehen, mit der Zirbeldrüse auch zu arbeiten. Aber es geht auch darum, das, was man da wahrnimmt und das, was man da sieht, zu verkraften. Und zwar mit dem ganzen Körper. Es nicht nur im Geist zu verkraften, sondern auch emotional. Und auch physisch zu verkraften. Das ist total wichtig.
Jetzt ist meine Zirbeldrüse gerade in mein Herz reingefallen und die beiden umarmen sich gerade. Mein Herz und meine Zirbeldrüse. Und schütteln sich so die Hand und sagen, auf gute Zusammenarbeit, auf gute Zusammenarbeit. Jetzt kommt wieder das Aufpasserchen und sagt zur Zirbeldrüse, wieder da, dein Platz. Du hast da unten nichts verloren, geh wieder nach oben. Okay, und er sagt, er sitzt bei seinem Espresso und wenn ich ihn brauche, kann ich ihn rufen. Gut zu wissen. Gibt es sonst noch irgendwas zu wissen, liebes Wesen Zirbeldrüse? Du bist immer willkommen, sagt es. Vertrau dir selbst. Vertrau deinem Körper. Vertrau deiner Kraft. Deinen Emotionen. Vertrau dir. Ich schenke dir Vertrauen in dich selbst. Ah, es ist sozusagen, das Wesen Zirbeldrüse ist auch unser siebter Sinn. Wir empfangen Bilder über das Wesen Zirbeldrüse und dürfen ihnen vertrauen, wenn wir ein Bild sehen oder wenn wir, auch wenn wir ein Gefühl zu jemandem haben und dazu ein Bild entsteht. Wir haben neulich jemanden kennengelernt und ich hatte das Gefühl, der ist Musiker, ich wusste das aber nicht. Und dann haben wir ihn irgendwann später wieder getroffen und der war tatsächlich Musiker. Solche Sachen, das kommt über das Wesen Zirbeldrüse und wenn so ein Bild kommt, kann man dem vertrauen oder so ein Gefühl zu einer Person, zu einem Gegenstand, zu einer Frage, die man kriegt. Ja. Noch was? Soll ich noch was sagen? Darf ich noch was sagen? Nö, ist gut. Reicht für heute.